Recording. Und herzlich willkommen zu diesem einzigartigen Mentorship des heutigen Abends mit einem P5K hier aus unseren eigenen Reihen. Und zwar die Person, die jetzt für euch hier einen sehr, sehr geilen Part vorbereitet, diesen Mentorship-Call einfach vorbereitet hat, ist eine Person, die mich seitdem im Endeffekt wir zusammen auch vor allem in Dallas waren, seitdem ich in Dallas dann vorher gesehen habe, wie es entfacht wurde, wie es wirklich losging, das ist mittlerweile knapp 3 Jahre her, seitdem hatte mich immer wieder aufs Neue inspiriert, immer wieder aufs Neue überrascht, immer wieder aufs Neue hat er mir auch immer wieder Feuer gegeben, hat er mir Value gegeben, hat er mir im Endeffekt neue Ideen, neue Inspiration gegeben, okay? Und er ist wirklich eine Person, am Anfang, ihr müsst euch vorstellen, für mich war das früher so ein Punkt, ich bin 27 Jahre alt und er ist so alt wie mein kleiner Halbbruder. Und den habe ich früher in den Arm getragen, okay? So, und das heißt, das war für mich am Anfang so ein Punkt, dass ich mir dachte, crazy. Aber ich habe gemerkt, er ist hier auf einem ganz anderen Level. Okay, wenn ich an ihn und meinen kleinen Halbbruder denke, no front an meinen kleinen Halbbruder, hab ich lieb, ja, wenn ich an ihn und meinen kleinen Halbbruder denke, das sind Welten dazwischen. Okay, es sind Welten dazwischen. Von Finn habe ich schon so unglaublich wirklich viel lernen können. Ja, ich bin mit ihm täglich in Kontakt, täglich tauschen wir es aus, täglich begeistert er mich im Endeffekt mit seinem Engagement, mit seinem Excitement, mit seiner Work Ethic. Ja, Leute, ihr müsst euch vorstellen, Finn ist eine Persönlichkeit, okay, der sowieso sich die Tage schon vollklatscht bis zum geht nicht mehr, der jede Sekunde einfach so produktiv wie möglich nutzen will. Wer schon mal mit Finn im Call war, der weiß, der will dir helfen, ja, aber der will so schnell wie möglich wieder raus, um der nächsten Person zu helfen. Das merkt man, okay? Das ist in diesem Call, der ist immer so auf heißen Kohlen, weil er direkt wieder weiter will, weil er direkt wieder weiter Gas geben will, weil er direkt wieder ins nächste rein will. Ja, und er packt sich den Tag so voll, das ist bei ihm teilweise, es ist so crazy, ja, als ich auch schon ein paar Mal bei ihm war, der Tag war komplett vollgepackt und am Abend irgendwann so um 1 Uhr oder so, kam man dann so, shit, ich habe heute noch kein Go-Live geguckt. Ja, andere sind um 1 Uhr kaputt, andere sind müde, andere sagen, oh, ich muss jetzt schlafen. Er hat sich hingesetzt, guckt Go-Live. Ja, weil er auch genau weiß, das ist mein Prio auch. Ja, mein Ziel ist es, dieses Skillset zu meistern. Natürlich möchte ich anderen helfen. Natürlich bin ich mit der Passion dabei, einfach Menschen voranzubringen, Menschen zu inspirieren. Aber er leadet wirklich by example. Ja, das, was er teacht, das ist das, was er zu 100% wirklich in Fleisch und Blut in seinem Körper hat, was er einfach tut auf tagtäglicher Basis. Deswegen, Leute, es ist wirklich eine absolute Ehre, dass wir mit einer Persönlichkeit wie ihn zusammenarbeiten dürfen, dass wir das große Glück haben, ihn im Endeffekt hier als einer unserer stärksten Leader einfach hier mit dabei zu haben und heute von ihm lernen dürfen. Deswegen, ich hoffe, dass jeder einzelne von euch Block und Stift parat hat, ja, dass ihr ready seid, den Bleistift nochmal angespitzt habt, weil das kann gleich auch vielleicht ein bisschen schneller werden, das kann gleich vielleicht ein bisschen wilder werden, aber ich hoffe, ihr seid ready und deswegen macht einmal fett Welle für unseren P5K, Finn Heidkin, let's get it, bro! Let's go, Mann! Danke dir auf jeden Fall erstmal für das nice Edifying, Bruder. Guys, es ist so eine Ehre, einfach von dem Almost Chairman 10, Mr. Leander, geedified zu werden, immer wieder. Und werden ja immer diese Stories rauspacken, wo er wirklich das Herz mit reinlegt. Deswegen, Leander, Bro, ich bin dir so dankbar und ich kann alles nur zurückgeben, weil Leander ist die Person, er macht so viel. Ja, und ich sage immer, er ist im Hintergrund, aber er ist auch die Person, die im Vordergrund ist, ja, der auch selber in Phase One ist, selber sein Gesicht zeigt, ja, selber am Hustlen ist, ja, selber am Traden ist. Das heißt, er ist auch die Person, so erst mit einer meiner Vorbilder. Und deswegen, Bro, ich bin dir so dankbar, dass für jeden einzelnen Tag, nicht nur für mich, sondern für jede einzelne Person hier auf diesem Call, da bist, okay? Und ich hoffe, Geist, ich weiß, ich habe heute ein paar Pips gecatcht. Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr Pips gecatcht habt, wenn ihr euer Produkt verkauft habt, wenn ihr Reels produziert habt, Stories gemacht habt, wenn ihr Kryptos getradet habt. So, ich kann nur eine Sache empfehlen, ich weiß nicht. D6 Futures heute ist auf jeden Fall abgegangen. So, schlaft auf jeden Fall nicht bei dieser Möglichkeit. D6 Futures ist einer meiner Favorite Products mittlerweile. Richtig, richtig geil. Und Guys, eine Sache, die ich euch empfehlen kann, oder was, worum ich euch bitte, und zwar erstens, oder mehrere Sachen, ja, zwei Sachen, worum ich euch bitte, okay? Nummer 1, macht gerne alle die Cam an, okay? Macht gerne alle die Cam an, weil, keine Ahnung, es ist einfach ein anderer Vibe, wenn jeder von euch die Cam an hat, weil so nächsten Monat beim BYOB-Event, so, ihr bleibt ja auch nicht vor der Tür stehen, oder? Sondern ihr kommt ja rein. Ja, ihr zeigt euer Gesicht. Und genauso ist es auch hier mit diesen Calls. Ja, stellt euch einfach vor, wir sind auf diesem Event. Das ist Nummer 1, weil 90% der Leute, die Cam aufhaben, machen wahrscheinlich gerade eh was anderes. Ja, ich kenne es von mir, sind in der Küche, machen sich ein Brot, ja, sind, keine Ahnung, am Duschen oder sonst irgendwas. So, sie sind nicht fokussiert bei diesem Call dabei und dann bringt es dir eigentlich gar nichts, okay? Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, ja, versuch mitzuschreiben, weil deine Notizen sind deine ungeschriebenen Checks. Ja, sind deine ungeschriebenen Checks, deswegen schreib.
mit. Okay, schreib mit, weil 90% der Sachen, 95% der Sachen, die du nicht mitschreibst, wirst du sowieso wieder vergessen. Ja, wirst du sowieso wieder vergessen. Dementsprechend schreib das Ganze mit, weil unser Ziel ist es dafür zu sorgen, dass 1.000 Menschen irgendwann an einem einzigen, dass 1.000 Menschen jeden einzelnen Tag 1.000 Euro mit Trading verdienen, mit dieser Opportunity verdienen, mit diesem Business verdienen. Und wenn wir so eine Vision haben, wenn wir so ein Ziel haben, dann können wir es uns nicht erlauben, die Sachen wieder zu vergessen. Ja, wenn wir das ein besseres Morgen kreieren wollen, dann können wir es uns nicht erlauben, diese Sachen wieder zu vergessen. Und der dritte Step, ja, ich möchte drei Sachen von euch, der dritte Step ist, each one, teach one. Ja, das bringt dir nichts, die Sachen nur für dich selber aufzuschreiben. Nein, du schreibst das Ganze für andere Leute mit, die es nicht geschafft haben auf diesen Call, weil sie vielleicht gerade bei der Arbeit sind, weil sie vielleicht gerade vielleicht wirklich was Wichtigeres zu tun haben und sie es wirklich nicht geschafft haben, auf diesen Call zu kommen. Ja, das heißt, each one, teach one. Das heißt, nach diesem Call, geh am besten raus und teach das Ganze anderen Leuten. Ja, deinen Teampartnern, die vielleicht jetzt noch nicht am Start sind. Ja, das heißt, du musst verstehen, du schreibst nicht für dich mit, sondern du schreibst für deine zukünftigen Teampartner mit. Okay? Ganz, ganz wichtig. Das heißt, mach auf jeden Fall eine Cam an. Ja, mach deine Cam an, schreib mit und each one. Okay? Und der erste Punkt ist, worüber ich reden will, dass, guck mal, das Einzige, was du wissen musst, um dein Ziel zu erreichen, ist, wo du dich gerade befindest. Du musst nur wissen, wo du dich gerade befindest. Und du musst nur wissen, und der zweite Punkt ist, wo möchtest du wirklich hin? Ja, wo befindest du dich gerade? An welchem Punkt stehst du aktuell? Und wo willst du langfristig hin? Was ist dein Ziel? Ja, weil wenn du das verstehst, dann ist es egal, wann es passieren wird und es ist egal, wie es passieren wird. Weil ich sehe es so häufig, Guys, dass Leute mich fragen, ey Finn, kannst du mir die perfekte Strategie an die Hand geben, wie ich jetzt prospecte? Kannst du mir die perfekte Strategie an die Hand geben, wie ich jetzt den Entry setze? Ja, beim Trading, wie ich am besten, die besten Social Media Posts, was auch immer, aber Geist, am Ende des Tages, es kommt darauf an, wo stehst du gerade und wo möchtest du hin, weil das Wie wird automatisch irgendwann zu dir kommen. Ja, das Wie wird automatisch zu dir kommen. Arbeite viel mehr an deiner Philosophie, an deiner Attitude, an deiner Einstellung. Das ist viel, viel wichtiger, weil Person 1 ist beispielsweise am Prospekten, prospektiert jeden einzelnen Tag 100 Leute und kriegt gar keine Nummer. Und Person 2 prospektiert jeden Tag 30 Leute und zieht 3 Nummern am Tag. Warum? Weil sie hat die andere Einstellung, sie hat die andere Attitude, okay? Deswegen musst du wissen, wo befindest du dich und wo willst du hin? Wo willst du hin? Das heißt, es kommt auf diesen Belief an. Ja, du musst dir die Frage stellen, glaubst du wirklich daran, dass du dieses Ziel erreichen willst? Ja, glaubst du wirklich daran? Hast du diesen Belief in dir, dass du, egal was passiert, dieses Ziel erreichen wirst? Ja, und wenn nicht, dann arbeite an deinem Belief. Ja, arbeite an deinem Belief, weil wenn du dir aber anschaust, wo du jetzt gerade stehst, ja, dann kannst du dir nämlich deine Disziplinen und deine Gewohnheiten anschauen und du kannst dann schauen, okay, anhand deiner Disziplinen, die du in jedem Lebensbereich hast, daran siehst du ja automatisch, wo du in fünf Jahren ankommen wirst. Ja, weil Du wirst in 10 Jahren irgendwo ankommen, die Frage ist, wo? Ja, entweder du kommst an einer Destination an, die du perfekt für dich kreiert hast, oder du kommst an einer Destination an, die du überhaupt nicht definiert hast. Ja, und das ist einfach wichtig, dass du deine Destination, dass du dein Ziel, ja, dein Punkt, wo du hinkommen möchtest, dass du das mal für dich einfach perfekt definierst. Dir mal Zeit nimmst dafür, dass du genau weißt, wo du hinkommst. Und dann hast du ja die Möglichkeit, innerhalb von einer Sekunde eine Entscheidung zu treffen, dass du jetzt dich veränderst. Ja, weil wenn du dein Leben verändern möchtest, musst du erstmal dich selber verändern. Ja, du kannst nicht die Verantwortung abgeben, sondern du musst ja erstmal dich selber verändern, deine Gewohnheiten, ja, deine Disziplin. Ja, deine Disziplin kannst du jeden einzelnen Tag verändern. Ja, weil, guck mal, wenn wir, ich glaube, dieses Beispiel ging so, wenn wir jetzt ein Flugzeug nehmen, was in Los Angeles losfliegt und normalerweise nach New York fliegen sollte, aber es nur 1 Meter sozusagen nach rechts gedreht wird, dann kommt es schon nicht mehr in New York, sondern es kommt auf einmal in Miami an. Ja, wegen so einer kleinen Richtung. Das heißt, es kommt auf die kleinen Dinge an, es kommt auf die Details an, Guys. Ja, was machst du jeden einzelnen Tag? Und deswegen musst du dir die Frage stellen, was musst du verändern bei dir? Was an deinen Gewohnheiten, was an deinen Disziplinen, was an deinen Verhaltensweisen, was an deinen Denkweisen, was musst du daran verändern? Und bei manchen Leuten sind es Dinge, die sie hinzufügen müssen. Und bei manchen Leuten sind es Dinge, die sie weglassen müssen. Ja, vielleicht ist es bei einigen Leuten, sie müssen es weglassen, jeden Abend Nachrichten zu schauen, jeden Abend Fernsehen zu schauen, jeden Abend Netflix zu schauen, jeden Abend zu zocken, jeden Abend diese Dinge zu tun, die wahrscheinlich Zeitverschwendung sind. Ja, jeden Abend auf TikTok zu scrollen, jedes Wochenende feiern zu gehen, Shisha rauchen zu gehen. Und bei einigen anderen sind es Dinge, die sie hinzufügen müssen.
beispielsweise jeden Morgen zu lesen oder jeden Abend zu lesen, mal die Team auf jedem einzelnen Team-Call zu sein, jede Go-Live-Session von einem Educator zu schauen, jeden Tag zu prospekten, ja, sich vielleicht mal selber zu pflegen, ja, vielleicht mal alle zwei Wochen zum Friseur zu gehen, ja, vielleicht mal Sport machen zu gehen, vielleicht mal diese Dinge, ja, und deswegen, du musst einfach überlegen, wo willst du hin, und dann kannst du ja deine Gewohnheiten, deine Disziplinen eigentlich anpassen. Ja, und du kannst ja jetzt die Entscheidung treffen, deine Philosophie über dein Leben zu verändern. Ja, deine Einstellung über dein Leben jetzt zu verändern. Du hast die Möglichkeit. Und das, glaube ich, unterscheidet uns von den Tieren, dass wir entscheiden können, ob wir das jetzt umsetzen oder nicht. Ja, ob ich morgens einfach noch auf Snooze drücke oder nicht. Ob ich länger schlafe oder früher aufstehe. Ob ich noch vielleicht 20, 30 Minuten länger wach bleibe, um noch den Mentorship-Call fertig zu schauen. Okay? Deswegen verändere deine Philosophie, verändere deine Attitude, deine Einstellung. Weil wenn du dich veränderst, dann wirst du automatisch dein Leben verändern. Das ist wichtig, aber es fängt immer bei uns selber an. Ja, wenn Marvin mir sagt, ey, wenn ich Marvin frage, ey Bro, wie kann ich Momentum in meiner Organisation kreieren, dann fragt er mich, hast du gerade in deinem persönlichen Leben Momentum? Hast du gerade Personal Momentum? Ja, weil Team Momentum beginnt immer mit Personal Momentum. Ja, the speed of the leader determines the speed of the pack. Ja, dein Team ist immer nur so schnell, wie du selber bist. Ja, wie schnell du selber bist. Und das bringt uns nämlich zum nächsten Punkt, Punkt Nummer zwei, Success loves Speed. Ja, bring Speed in dein Business. Und das habe ich tatsächlich sogar von Andrew Tate gelernt. Und zwar, bring Speed in dein Business. Ja, weil ihr kennt es selber. Ich bin der Meinung, Ideen sind wertlos. Ja, Ideen sind wertlos. So viele Leute haben Ideen, was sie für ein Business aufmachen können, was sie für Produkte verkaufen können, was sie für eine Möglichkeit starten können. Aber Ideen sind wertlos. So, ich hatte letztens mit einem Bekannten, wir haben uns auf einen Kaffee getroffen und wir haben auf einmal so gequatscht und ihr kennt es so, man philosophiert und redet über Ideen und so weiter und er erzählt mir von einer Business-Idee. Ja, und dann habe ich ihn zwei Monate wieder gesprochen, er hat mir von seiner Idee erzählt und zwei Monate später habe ich ihn wieder getroffen und ich habe ihn gefragt, ey Bro, wie läuft dein Business? Und er so, welches Business? Ich so, ey, du hast mal vor zwei Monaten deine Idee vorgestellt. Ja, das war ja nur eine Idee. Seht ihr, was ich meine? So, es war nur eine Idee, aber wenn es nur eine Idee ist, bringt es dir doch gar nichts. Sondern die Sachen, die du in deinem Kopf hast, setz sie doch mal direkt um. Ja, bring Speed rein. Ja, wenn du heute die Idee hast, mach dir heute den Gameplan und fang ab morgen an, das Ganze umzusetzen. Wenn du heute eine Content-Idee hast, schreib dir das auf. Boom, ab morgen ist das Video draußen, was du hochladen wolltest. Boom, ja, Speed. Bring Speed rein in dieses Business und automatisch wirst du viel, viel schneller zum Erfolg. Weil Eric Worre sagt jedes einzelne Mal, Success loves Speed. Ja, wenn du dir deine Kontaktliste schreibst, fang heute an, die Leute zu callen. Wenn du dir deinen Tradingplan gemacht hast, fang heute an, die Märkte zu analysieren. Fang heute an mit den Sachen, die du dir vornimmst, ja, dass du wirklich Speed in dieses Business reinbringen kannst. Ja. Und überleg doch einfach mal, das habe ich in letzter Zeit realisiert. So, überleg mal, Geist, so die meisten Leute, nicht alle, aber sehr, sehr viele Leute von uns, sind extrem jung, ja, sind 18, 19, 20, 21 Jahre alt. So, und überleg mal, wie dankbar der Großteil von uns sein kann, dass wir so früh dieses Business kennenlernen durften. So, wenn wir uns mal überlegen, so vor 20, 30 Jahren, es war nicht normal, dass du auf TikTok scrollst und jemanden siehst, der 18, 19, 20, 22 ist, der in einem orangenen Lamborghini rumfährt. Ja, es war nicht normal, dass du vor 20, 30 Jahren, dass du übers Internet dein eigenes Business starten konntest. Ja, oder dass Leute, dass vor 20 Jahren war Network Marketing zum Beispiel eine Branche, die eigentlich nur von Leuten gemacht worden ist, die keine Ahnung, 35, 40, 50 Jahre alt sind. Ja, und heutzutage, überlegt euch mal, wie dankbar wir dafür sein können, dass wir das Ganze jetzt schon kennenlernen, dass wir jetzt schon daran arbeiten können, an unserem Mindset, an unserem Business, wie dankbar wir dafür eigentlich sein können, dass wir das Ganze jetzt schon kennenlernen durften. Ja, oder wenn jemand, wenn ich mir überlege, wenn ich das ganze Business mit 25 erst kennengelernt hätte, so wenn ich mir jetzt anschaue, mit 25 habe ich wahrscheinlich die Ziele, die ich jetzt habe, jetzt schon, die habe ich mit 25 wahrscheinlich schon erreicht. Ja, und deswegen sei doch dankbar dafür, dass du es jetzt schon so früh kennengelernt hast, okay? Ja, sei dankbar dafür, dass du es jetzt schon kennengelernt hast. Und nächster Punkt ist, vergleich nicht dein Kapitel 1 mit Kapitel 20 von jemand anderes. Und damit meine ich nicht, dass du... Das meine ich natürlich auch, ich meine damit zwei Dinge. Ja, Nummer eins natürlich, dass du nicht sad bist, dass du jetzt noch nicht mit einer 10er-Lot tradest, dass du jetzt noch nicht so viele Follower auf Social Media hast, dass du jetzt noch nicht den krassesten Rank hast, den krassesten E-Commerce-Store, weil du gerade erstmal vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 Monate am Start bist und eine Person auf einmal Trades reinschickt mit einer viel krasseren Lot.
die aber vielleicht schon 2 Jahre dabei ist. Das meine ich natürlich auch, aber vor allen Dingen meine ich, vergleich nicht jetzt dein Kapitel 1 mit einem Kapitel 20 von deinem Mentor, weil so sagen wir einfach mal als Beispiel, du bist jetzt gerade Pi mal 50 gegangen und du schaust dir zum Beispiel einen Richard Büttner an. So, und du musst wahrscheinlich andere Dinge tun jetzt, die Richard Büttner tut. So, Richard Büttner, der Typ hat damals, du schau dir an, was deine Mentoren damals gemacht haben, als sie an deinem Punkt waren. Weil ich habe immer den Fehler gemacht, ich dachte mir so, hä? So, der ist die ganze Zeit in Dubai, Marvin ist in Dubai, lebt das Leben und ich bin hier am Grinden. Aber wenn ich mir zurückschaue, ich habe Marvin kennengelernt, da war er Platinum 5000. Und dieser Typ, er hat von morgens bis abends saß er an seinem Schreibtisch, hat getradet und Calls gemacht und Post gemacht und alles Mögliche. Von morgens bis abends. Ja, wahrscheinlich macht er das immer noch, aber er muss jetzt andere Dinge tun, als er damals gemacht hat. Deswegen schau dir an, was haben deine Mentoren gemacht an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst. Und vergleich nicht jetzt dein Kapitel, wie sie jetzt aktuell ihren Tagesablauf haben. Wisst ihr? Das ist einfach ein Punkt, weil ich weiß auch von Richard, dass er damals extrem im Modus war. Ja, ein Leander ist immer noch jetzt im Modus. Ja, aber ein Marvin, ein Richard, ein Maurice, wie krank die damals im Modus gewesen sind. Aber irgendwann kommst du halt an den Punkt, du redest doch die ganze Zeit über dieses Ziel. Ich möchte langfristig zeitlich geografisch finanziell frei werden. Ich möchte mir ein passives Einkommen aufgebaut haben. Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du es dir aufgebaut hast. Und natürlich machst du dann andere Dinge. Ja, und das ist einfach wichtig zu verstehen. Deswegen schau, was haben deine Mentoren damals gemacht, wo du gerade stehst an diesem Punkt, okay? An diesem Punkt. Ja, und ich glaube, oder was denkt ihr, wieso kommen wir nicht voran? Oder ich habe mir ja die Frage gestellt, warum kommen wir nicht voran? Und du musst dir selber mal die Frage stellen, wann war dein allerletzter wirklich 100% Tag? Ja, der Tag, der, wann war der letzte Tag, wo du wirklich mal 100% gegeben hast? Wo du alles gegeben hast? Ja, wo du nachts ins Bett gefallen bist und dir so dachtest, Digga, heute war extrem crazy, ich bin so am Arsch. Wann war das bei dir das letzte Mal? Frag dich das mal. Weil ich glaube, bei vielen ist das um einiges her. So, weil, wenn du dir die Frage stellst, warum kommst du nicht voran, die meiste Zeit findest du die Antworten in deinem MetaTrader 4. Meistens findest du die Antworten auf TradingView oder vielleicht sogar in deinem Chime-Tree oder in deinem Backoffice. Weil die Zahlen lügen nicht. Ja, die Zahlen lügen nicht. So, wenn dein Kalender leer ist, ist doch klar, dass du keine Leute startest. Ja, wenn dein MetaTrader rot ist, ist doch klar, dass du wahrscheinlich nicht viel auf TradingView oder auf deinem Tool unterwegs bist oder auf GoLive unterwegs bist. Ja, und deswegen, ich will mal ganz kurz, dass jeder von euch ganz kurz die Augen schließt. Ja, schließt mal am besten ganz kurz die Augen. Und wenn ich jetzt ein Wort sage, ja, an welche Person, schreibst danach in den Chat, an welche Person denkt ihr? Wenn ich jetzt sage das Wort Work Ethic, ja, Work Ethic, schreibt es mal in den Chat, an welche Person denkt ihr? Ja, an welche Person denkt ihr, wenn ihr an das Wort Work Ethic denkt? Ja, ich sehe hier auf jeden Fall einige Namen, aber die Frage, die du dir jetzt stellen musst, hat jemand an dich gedacht? Ja, hat jemand an dich gedacht, als der gerade die Augen geschlossen hat? Und guck mal, es ist klar, es ist geil, wenn du auf einem Edifying gepusht wirst, wenn du auf Teamcalls von anderen gepusht wirst, aber ich wollte immer die Person sein, wo die Leute schon erwartet haben, dass ich ein Rank mache. Wo die Leute schon erwartet haben, dass ich gewisse Profits mache im Trading oder so. Ja, weil die Leute das anhand meiner Work Ethic gesehen haben. So, als Leander Platinum 5000 gegangen ist, so es war nicht so, wow, wie Leander ist P5000 gegangen. Es war schon klar, dass er das geht. Warum? Weil er hat die Work Ethic reingesteckt. Deswegen sei du doch die Person, wo du bei den Leuten bekannt dafür bist, dass du die krasseste Work Ethic hast. Dass dein Kalender so voll ist, dass das genau deine Arbeitsweise, dass dass die Leute dich deswegen kennen, wegen deiner Work Ethic, okay? Weil es gibt in diesem Business Dinge, die du kontrollieren kannst, und es gibt Dinge in diesem Business, die du nicht kontrollieren kannst. Ja, du kannst kontrollieren, mit wie vielen Menschen du sprichst, wie oft du postest, ob du dich an dein Risikomanagement, an deinen Tradingplan hältst. Ja, das sind alles Dinge, die du kontrollieren kannst. Aber das Krasse ist, manche Leute schaffen es nicht mal, die Dinge zu kontrollieren, die sie kontrollieren können, weil sie sich ablenken lassen durch die ganzen gewissen Distractions. Ja, deswegen kontrollier doch mal die Dinge, die du wirklich kontrollieren kannst. So, indem du einen Plan machst, eine Checkliste, was du jeden Tag abarbeiten willst, und dann setzt du einfach das Häkchen. Und dann kontrollierst du dein Leben, dann kontrollierst du die Dinge. Und dann bist du nicht abgefuckt, wenn es mal nicht läuft, weil so, wenn ein Trade einen Stop-Loss geht, das kannst du nicht kontrollieren. Du kannst kontrollieren, hast du dich an dein Risk-Management gehalten. So, und wenn du dich daran hältst, an deinen Trading-Plan, dann geht nicht jeder Trade einen Stop-Loss. Und dann bist du auch nicht abgefuckt, weil du nicht dein Konto plättest, weil du dich an das Risk-Management zum Beispiel hältst, okay? So, das heißt, such den Fehler immer zuerst bei dir. Ja, suchst den Fehler immer zuerst bei dir, weil
Wir sind so häufig so professionell darin, unsere Fehler zu verstecken. Ja, oder wir sind so professionell darin, Ausreden zu finden oder die Schuld bei jemandem anderes zu suchen. Aber eine Sache, die ich von Leander gelernt habe, und zwar, dass ich immer meinen Fehler zuerst bei mir suche. Wenn ich mein Konto geplättet habe, selbst wenn ich Copy und Paste gemacht habe, ich habe den Fehler bei mir gesucht. Ja, wenn ich mein Konto, wenn jemand gequittet ist, ich habe den Fehler bei mir gesucht. Ja, wenn ich irgendwie jemand nicht gestartet habe, ich versuche immer den Fehler bei mir zu suchen. Ja, dass du Accountability, dass du Verantwortung für dich selber übernimmst, okay? Für dich selber übernimmst. Das heißt, sei die Person, die dich kennt, dass sich jeder kennt wegen deiner Work Ethic, wegen deiner Verantwortung, okay? Der nächste Punkt ist, dass ich dir empfehlen kann, dass du dich mit anderen Leuten mal connectest. Weil es gibt ganz viele Wege nach oben. Es führt nicht nur ein Weg zum P150, es führt nicht nur ein Weg, um Funnel zu gehen, es führt nicht nur ein Weg, um viele Sales im E-Commerce zu machen oder eine krasse Social-Media-Brand aufzubauen. Es gibt ganz viele Wege. Deswegen connecte dich doch einfach mal mit Leuten, die vielleicht schon an dem Punkt stehen. Ja, und wenn du jetzt P150 bist, so dann connecte dich doch mal nächste Woche mit zwei P600s. Wenn du P6 bist, connecte dich nächste Woche mit zwei P1s. Wenn du DBX-Traders, wenn du Impulse-Traders und Funnel gehen willst, connecte dich mit zwei Funnel-Trader. Es ist alles vorhanden, die Leute sind hier, dafür ist die Community da. Du connecte dich mit diesen Leuten und eine Sache, die ich dir mitgeben will, wenn du dich mit diesen Leuten connectest, klar, mach ein bisschen Smalltalk meinetwegen, aber geh doch mal mit Zettel und Stift in diesen Call rein, schreib dir vorher gezielt Fragen auf, dass du diesen Call auch produktiv nutzt. Weil ich habe manchmal auch Leute, die mich fragen, ob ich mich mit ihnen connecten kann und klar rede ich am Anfang, baue ich so eine Relationship auf, aber so, ich will der Person noch was mitgeben. Und wenn die Person jetzt, keine Ahnung, nur von ihrem Leben erzählt, so, dann denke ich mir so, Bro, wir hätten diesen Call auch sparen können. Versteht ihr? So, deswegen geh doch mit einer Intention in diesen Call rein. Letzte Woche habe ich 5 Calls mit 5 Chairmans gemacht und ich hatte mir vorher eine Checkliste aufgeschrieben für jeden einzelnen Chairman, wo ich wusste, das kann der gut, was ich abgearbeitet habe. Und der Call ging 15 Minuten, dann war ich fertig. Ich habe mir die Infos rausgeholt, die ich wollte. Aber geh mit einer Intention in die Calls. Ja, lerne von diesen Leuten. Das ist wichtig, weil nur dann ist der Call auch wirklich produktiv, okay? Ja, dann ist der Call wirklich produktiv. Und deswegen frag dich, mit wem kannst du dich nächste Woche connecten? Und dann frag die Leute, was sie gemacht haben, um P6, P150, P1 zu gehen und so weiter und so fort. Ja? Der nächste Punkt ist, track deinen Erfolg. Fang an, deinen Erfolg zu tracken. So, warum kommt vielleicht gerade der Drop? Warum hast du vielleicht gerade rote Zahlen? Warum quitten vielleicht bei dir gerade viele Leute? So, und die Antworten, wie gesagt, findest du immer in deinem Time Tree oder in deinem Backoffice. Ja, oder auf deinem Meta-Trader. Und das Krasse ist, den Erfolg, den du hattest, ist immer zurückverfolgbar. Du kannst alles zurückverfolgen. So, deswegen geh doch mal an den Punkt, wo du gemerkt hast, da hast du den Rank gehittet oder da hast du dein Volumen-Peak gehabt. Da hattest du die meisten Teampartner aktiv. Da hattest du den größten Kontostand oder die meisten Take-Profits gehittet. Guck mal, geh mal in dein Time-Tree rein und schau mal, wie sah dein Kalender aus zu dieser Zeit. Ja, geh mal in dein Backoffice, schau, wann war der größte Volumen-Peak und dann gehst du genau an diesem Tag in dein Time-Tree rein und ich wette mit dir, dein Kalender war krank voll. Ja, extrem krass voll. Guck bei deinem Instagram, dein Story-Archiv. Guck mal da rein, was hast du für Stories gepostet, was hast du gemacht? Ja, wahrscheinlich saßt du entweder den ganzen Tag vor GoLive oder du saßt den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings drin oder so. Ja, deswegen schau einfach mal, was hast du gemacht, als das krasseste Momentum bei dir war und dann track das Ganze mal, retrack das, rekreier das Ganze einfach mal, weil du musst doch einfach genau das Gleiche wieder machen und du wirst wieder Momentum bei dir kreieren. Ja, wie sahen deine DMs aus? Ja, schau das Ganze einfach mal, schau da wirklich einfach mal rein und du kannst dein Momentum wieder rekreieren. Ja, du kannst dein Momentum wieder rekreieren. Weil ich denke, ihr kennt es alle, ja, dass ihr gerade, wenn wir am Anfang sind, wir starten mit diesem Business und wir haben das Gefühl, niemand nimmt unser Business ernst. Ja, niemand respektiert unser Business. Aber vielleicht liegt es daran, dass du dein Business selber gar nicht respektierst, dass du dein Business selber gar nicht ernst nimmst. Ja, weil wie kannst du erwarten, dass jemand dein Business respektiert, wenn du es behandelst wie ein Hobby? Ja, wenn du eigentlich mittwochs um 21 Uhr Teamcall hast, aber du zu der Zeit auf einmal, keine Ahnung, Fußball schaust oder zu der Zeit irgendwie in eine andere Serie schaust oder zu der Zeit auf einmal in der Bar sitzt oder sowas. So, wie willst du erwarten, dass andere Leute dieses Business ernst nehmen, wenn du es selber nicht ernst nimmst? So, wenn du deinen Kollegen von deinem Business erzählst oder deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst, sie vielleicht sogar einlädst und dann bist du am nächsten Tag wieder mit denen im Club saufen.
Ja, dann bist du am nächsten Tag wieder mit dem im Stadion oder was auch immer. Und dann ist doch klar, dass dich niemand ernst nimmt, weil das waren ja wahrscheinlich einfach nur leere Worte und die Leute gehen davon aus, dass du sowieso in den nächsten 2 Monaten wieder quittest, weil du es nicht ernst nimmst. Aber glaub mir, der Punkt, wo du anfängst, dieses Business ernst zu nehmen, fangen die Leute auch an, dich ernst zu nehmen in diesem Business. So, das war krass, krass bei Sophie, was ich beobachtet habe. Ja, sie hat von Anfang an dieses Geschäft komplett ernst genommen. Und jedes Mal, wenn sie einen Call hatte, von Anfang an, die Leute, mit denen sie davon erzählt hat, sei es ihre besten Freundinnen, sei es ihre Eltern, ihre Familie, die Leute haben es immer respektiert, wenn sie einen Call gemacht haben. Immer. Sie haben nicht gesagt, oh ja, ich weiß nicht, du bist zu viel am Hasseln oder sowas, sondern die Leute haben es immer bei ihr respektiert. Warum? Weil sie von Anfang an dieses Business ernst genommen haben. Und ich glaube mir, wenn du die Entscheidung triffst, das Business ernst zu nehmen, die Leute werden dich nicht wiedererkennen und sie werden auf einmal auch checken, dass du das Ganze ernst meinst. Und sie gehen nicht mehr davon aus, dass du das Ganze quittest. Ja, sie gehen nicht mehr davon aus, dass du das Ganze quittest. Deswegen nimm das Business ernst. Und selbst dann, manchmal gibt es natürlich auch dann immer noch Hater, aber das habe ich letztens auch auf meinem Instagram gepostet, und zwar, Hate ist normal, Guys. So, du wirst immer Hate bekommen, egal was passiert. Du wirst immer diese Punches bekommen, immer, egal wer. Leute werden dich immer haten, egal was du machst. Aber your friends won't support you until strangers celebrate you. Ja, deine Freunde werden dich nicht supporten, bis Fremde dich feiern, bis Fremde dich auf Instagram taggen, bis Fremde dir sagen, ey, danke, dass du mein Mentor bist, danke, dass du mir geholfen hast und so weiter und so fort. Und dann werden auf einmal die Leute immer mehr checken, okay, hey, da muss ja wirklich irgendwas daran sein, okay, Guys? Deswegen habt euch immer diesen Satz hinter den Ohren, schreibt euch den auf. Ich wiederhole es nochmal. Your friends won't support you until strangers celebrate you. Ja, und das ist ja das Geile hier in dieser Community. So, ich habe in den letzten 3,5, 4 Jahren viel krassere Freundschaften aufgebaut als in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, weil, keine Ahnung so, wann habt ihr das mal erlebt, dass Leute zu dir sagen, ey, komm, du schaffst das, du kriegst das hin. So, wir sehen uns nächste Mal nicht im gleichen Rank. So, dass man sich gegenseitig pusht, dass man sich gegenseitig in den Arsch tritt, dass man sich gegenseitig den Erfolg gönnt. So, das habe ich vorher nie erlebt. Das habe ich vorher nie richtig wahrgenommen, so in keiner einzigen Community. Das heißt, ich habe hier so krass Freunde kennengelernt, wie zum Beispiel ein Lerner, ja, wie zum Beispiel ein Zacharia, wie zum Beispiel ein Max. Ich will keine Namen nennen, sonst vergesse ich noch jemanden oder sowas, wie zum Beispiel Ali und so weiter und so fort, ja. Deswegen, du lernst hier so krasse Leute kennen. Wenn du dich anfängst, mit diesen Leuten zu connecten, und dann merkst du, dass jeder deinen Erfolg gönnt, dass jeder will, dass du erfolgreich bist, dass jeder will, wenn du sie oder ihn das nächste Mal siehst, dass du nicht als gleiche Person wieder ankommst, sondern als die bessere Version von dir selber. Ja, deswegen lass dich nicht von Leuten aufhalten, die dich haten. Lass dich nicht von Quittern aufhalten. Ja, nicht von Quittern und von Hatern aufhalten, weil, guck mal, denk mal an das, was du hast, oder an die Sachen, denk mal an das, was du jetzt hast. Wie dankbar dafür du dankbar dafür sein könntest, oder überleg mal, was dir fehlen würde, wenn du das Ganze nicht hättest. Überleg mal, was dir fehlen würde, wenn du die Sachen, die du jetzt hast, nicht hättest. So, wie sehr du danach suchen würdest. Wie sehr du danach streben würdest. Ja, sich jeden einzelnen Tag weiterzuentwickeln. Jeden einzelnen Tag eine Community zu haben, die dich pusht. Jeden einzelnen Tag von Leuten zu lernen, die Multimillionäre sind. Ja, und deswegen stell dir selber die Frage, wie groß würdest du träumen, wenn du genau wüsstest, du könntest nicht verlieren? Ja, wie groß würdest du denken? Wie würde dein Leben aussehen? So, diese Frage stelle ich mir jeden Morgen. Wie groß würde ich denken, wenn ich wüsste, ich könnte nicht verlieren, wenn ich nicht diese limitierenden Glaubenssätze haben würde? Ja, wenn ich nicht diese negativen Einflüsse hätte, wie groß würde ich denken? So, deswegen, so geht mal alle in das Jahr 2033, ja, in 10 Jahren. Geht mal alle zurück in dieses Jahr 2033. So, wie sieht dein Morgen aus? Ja, du stehst vielleicht auf, keine Ahnung, bei deinem Penthouse, machst den geilen Orangensaft, einen schönen Cappuccino, schaust direkt aufs Meer, ich klopfe, ich rufe einmal rüber, lerne das auf der anderen Seite in seinem Bademantel, gerade aus der Sonne, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall einfach dieser Vibe, Guys, ja. Dieser Vibe, so, wie sieht 2033 bei dir aus? Weil ich glaube, dass in Zukunft Filme über uns gedreht werden, ja, über BYOB, über IM gedreht werden. So, die Frage ist aber, was spielst du für eine Rolle in diesem Film? Was spielst du für eine Rolle in diesem Film? Warst du nur irgendwie eine Person, die, keine Ahnung, da irgendwie auf der Straße rumgelaufen ist, die eigentlich gar nichts gemacht hat? Oder warst du einer der Hauptcharaktere, die dafür gesorgt hat, dass BYOB aufs nächste Level gekommen ist? Dass BYOB die Vision erreicht hat, 1.000 Menschen dabei zu helfen, 1.000 Euro am Tag zu verdienen?
oder noch größer von I Am Germany. Was spielst du für eine Rolle in diesem Film? Okay? Und deswegen, Geist, ich bin einfach extrem dankbar für jeden Einzelnen in dieser Organisation, in diesem Team. Und ich freue mich unfassbar auf das VRB-Event, jeden persönlich zu sehen, weil ich weiß, bis dahin werden nochmal fette Rank-Ups kommen. Bis dahin werden nochmal fette Shoutouts von krassen Tradern kommen. Deswegen lasst uns bis dahin einfach nochmal diesen Fokus. Lasst uns bis dahin nochmal in diesen Monk-Mode gehen. Ja, in diesen Monk-Mode, ja, wie er so schön bekannt ist. Ja, das heißt, no distractions, einfach mal Fokus. Ja, schreib dir dein Ziel auf. Was willst du bis zum VRB-Event machen? Welchen Rank willst du haben? Ja, welchen Rank willst du haben? Welches Trading-Konto willst du haben? Und dann schreibst du dir auf, was sind Sachen, die du bis dahin weglassen musst. Weil viele schreiben sich so eine To-Do-List, aber die wenigsten schreiben sich eine Not-To-Do-List. Auf welche Sachen wirst du bis dahin verzichten? Ja, welche Distractions wirst du bis dahin verzichten? Vielleicht baust du dir mal eine Limitierung in TikTok oder Instagram rein, sondern nutzt es nur, um zu produzieren, anstatt zu konsumieren. Vielleicht benutzt du mal die nächsten 30, 40 Tage kein Netflix. Benutzt deine PlayStation nicht. Benutzt kein League of Legends. Gehst mal die nächsten paar Tage nicht feiern oder Shisha rauchen oder so, sondern committest dich bis zum VIB-Event, dein Ziel zu erreichen. Weil wisst ihr, was krass ist? Wenn du dich wirklich committest oder die Leute, die sich wirklich committen wollen und wirklich ihr Ziel sehen wollen oder wirklich gewinnen wollen, das sind meistens die Leute, die es auch schaffen. Ich habe noch nie eine Person gesehen, die sich wirklich in diesen Grind richtig reingesteigert hat, die von morgens bis abends an ihrem Schreibtisch gesessen hat oder nach der Arbeit bis zum Schlafengehen an ihrem Schreibtisch gesessen hat, mit 2, 3 Flaschen Wasser, mit einer Tüte Reiswaffeln daneben und einfach nur gegrindet hat. Ja, einfach nur gegrindet hat. Und glaub mir, wenn du das machst, du wirst dein Ziel erreichen bis zum VRB-Event. Deswegen, Guys, ich bin euch extrem dankbar für jeden Einzelnen hier. Lasst uns das Ganze umsetzen und ansonsten würde ich das Wort einfach nochmal an den lieben Borges geben und wir sehen uns. Let's go. Ciao, ciao. Tschüss, crazy, crazy, Leute. Ich kann nur sagen, ich habe euch definitiv nicht zu viel versprochen, ja. Das war gerade abnormal, was der Finn gerade hier abgeliefert hat. Ich hoffe, ihr habt das mitgeschrieben. Ich hoffe, ihr habt das hier im Endeffekt in eure Notes reingepackt. Und es ist insane, wirklich. Auch davon, wo er jetzt gesprochen hat, auch nochmal Leute, das BYOB-Event, ist mir gerade auch nochmal wieder bewusst geworden. Ja, wir machen eine Recognition. Ja, wir machen eine Recognition. Das bedeutet so viel wie P150B600. P1Ks werden da vorne geehrt, kriegen Zertifikate, werden über die Bühne laufen. Okay? Siehst du dich da? Ja? Erst muss es hier anfangen. Du musst doch nicht wissen, wie. Du musst nur wissen, das. Okay? Deswegen bilde in deinen Kopf rein und danke auf jeden Fall Finn nochmal für diesen absolut wilden Mehrwert. Schreib den gerne auch nochmal auf Instagram oder sonst wo. Es wird insane. Ja? Es wird wirklich insane. Und dann kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt und zwar: Ich habe es gerade schon am Anfang gesagt, wir haben jetzt offiziell hier wieder noch eine Handvoll Tickets in unserem Shop. Okay, deswegen, wir mussten jetzt nur eine Sache rausnehmen, weil es gab ein paar Fehlermeldungen und ein paar Sachen sind nämlich da erst nicht durchgegangen mit der normalen Sofortüberweisung. Deswegen, man kann aktuell nur noch mit Klarna und mit Direktüberweisung, mit Klarna und mit Kreditkarte ein Ticket holen. Aber wir haben jetzt noch eine Handvoll da, deswegen guckt das hier so schnell wie möglich. Ich weiß, es sind einige neue Leute gestartet. Ich weiß, hier sind vielleicht neue Leute auf dem Call drauf, die noch gar nicht wissen, was wirklich abgeht. Hol dir die Infos auf jeden Fall. Ich zeige schon mal hier die beiden Flyer. Wir machen ein Live-Event. Das wird alles auseinandernehmen. Das wird so insane werden. Und glaub mir, das willst du nicht verpasst haben. Okay, das willst du definitiv nicht verpasst haben. Deswegen check ab, dass jeder wirklich ein Ticket hat. Und dann würde ich sagen, Leute, einen wundervollen Abend. Danke nochmal an Finn und haut rein. Ciao, ciao.